Ja, aber die ersten 15 sind nicht so geil, ne? Ah, egal, komm, wir schauen jetzt auf den lieben Beast Like. Beast Like. Beast Like, Alter, wie kann so ein Typ 181.000 ein Kill gleich ein Geschenk an Obdachlosen. Ist es das denn da? Ja, ich glaube, es ist das denn da. Hey, Lust, was Cooles Oh, zu zocken? Werbung. Ich auf jeden Fall. Ich war ewig nicht mehr draußen. Okay, spielen wir League of Legends. Kennst du das? Damit möchte er sich einfach unglaublich, damit möchte er sich einfach unglaublich in die Trends hauen. Weil ich finde, wenn man schon sowas macht, muss man das sich unbedingt aufnehmen. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal. Und ja Leute, wie ihr heute schon im Titel lesen Ist das ein könnt, Young haben Boys wir T-Shirt? eine richtig, richtig geile Aktion vor, Leute, ja? Auf jeden Fall denken viele so, ja, warum macht ihr Obdachlosen eine Freude? So Leute, ganz einfach aus diesem Grund, dass wir euch auch mal zeigen wollen, dass sowas auch wirklich wichtig ist, Leute. Dass es ja auch Leute auf der Welt gibt, die es nicht so. Sag mal ab und zu was dazu und stopp, wenn du redest, bitte mach das mal und sag was dazu. So schön haben, wie wir zum Beispiel Erik, ein warmes was geht? Haus und nicht so selbstverständlich haben wie wir. Deswegen machen wir dieses Video heute. Aber. So, also was ich zuerst mal sagen wollte, ist auf jeden Fall, dass ich finde es mega, mega komisch bei seinen oder bei den ihren Pranks, dass die Hochdeutsch reden. Also normalerweise, wenn ich mach mal Vollbild, habe ich ja. Das habe ich ja, mein Lieber. Was ich sagen wollte, bei denen ist es tatsächlich so, dass. Oder habe ich das nicht? Doch, müsste ja Vollbild sein. Na, doch, ist Vorbild. Auf jeden Fall, was ich bei denen sagen wollte, wenn die einen Prank. Nee, auf. Babelsprachen lernen. Wenn die einen Prank aufnehmen, was. Ich verstehe. Wie, ich habe kein Vollbild. Ich habe Vollbild. Ich sehe das ja auch bei meinem Stream. Das ist nicht Vollbild. Aber das hier ist schon Vollbild. Wow. Ah, okay, Jeremy. Geh schlafen, Alter. Geh pennen, Alter. Nein, Spaß. Was ich bei denen sagen wollte. Wenn die einen Prank drehen, dann verstehe ich nicht, die kommen aus der Schweiz. Dann würde ich automatisch Schweizerdeutsch reden. Also ich verstehe nicht, wie man Hochdeutsch redet, weil dann weiß man ja eigentlich automatisch, also es hat jetzt doch niemand angesprochen oder so. Aber ich finde das so komisch. Ich würde, wenn ich nichts davon wüsste, würde ich mit meinem Freund, Bruder oder was auch immer Schweizerdeutsch reden. Macht ja irgendwo Sinn, oder? Also es macht ja irgendwo Sinn. Weil ich würde ja Schweizerdeutsch reden, wenn er, ihr wisst schon, was ich meine. So. So, wie wird das Ganze ablaufen? Wir spielen eine Runde Fortnite. Ich meine, so ein Video ist ja ganz okay, wenn er Hochdeutsch redet, aber weil das weiß, wissen ja beide, dass es jetzt dreht, aber als Schweizer würde ich bei einem Prank, den ich nicht wüsste, würde ich automatisch Schweizerdeutsch reden. Also es ist ja vollkommen logisch, ne? Viele Kills, wie wir machen, so viele Obdachlose werden wir beschenken. So. Also wir werden auf jeden Fall jetzt dann gleich eine Runde Fortnite starten und danach sehen wir uns auf jeden Fall in Deutschland, in der Stadt. Ja klar, dieser Typ ist eh dumm. Aber wir fahren extra nach Deutschland und ja, wir kaufen dann ein paar Sachen ein. Ich habe auch noch Kleider und so. Und ja, ich würde sagen, Leute, wenn euch diese Aktion gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like da und dann würde ich sagen, Leute, wir legen los. Bist du bereit, Luca? Kleider. Okay, let's go, Leute. Kleider für Obdachlose. Wollen Obdachlose nicht einfach nur. Wollen Obdachlose wirklich nicht nur was zu essen oder ein bisschen Geld, aber Kleider? Kleider? Showtime. Er ist so schlecht in Fortnite. Ich wollte so ein 1 gegen 1 für die machen, so, Alter. Leute, was geht ab? Und aber herzlich willkommen hier in der Runde. Auf jeden Fall, wir sind jetzt ist hier das am Start Grund? Mit dem neuen Skin. Luca, wie heißt der Skin nochmal? Was sagst du zum Gameplay? Ich schwöre, so fake. Was denkst du? Ich guck's mir an. Weißt du nicht? Okay, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall schreibt mal in die Kommentare, wie das Skin heißt. Die Facecam, ja, Leute, absolut beste von ihm. In die Kommentare. In der Mitte.
Im Winter freuen sie sich, wenn sie was Warmes an, deswegen das haben sie eigentlich gut gemacht. Okay. Ja, okay, stimmt. Sagen, was Warmes ist schon okay. Aber so im Sommer. Auf jeden Fall, oh mein Gott, schaut euch den an. Lol, wie habe ich den geholt, Alter? Was soll ich sagen? Schreibt mal in die Kommentare. Auf jeden Fall. Also ich weiß, dass das nicht sein Fortnite-Account ist. Das ist unmöglich. Das kann nicht sein Fortnite-Account sein. Der hat mal einen anderen Namen. Klar, okay, Namen ändern kann man ja easy. Aber das müsste ja dann sein PS4-Name sein. Wie auf der Xbox kann man nur auf PC seinen Namen ändern und dann wird das automatisch in-game geändert. Aber dein Name wird von Epic Games, also wenn du jetzt auf Xbox spielst oder auf PS4, kannst du nur deinen PS4-Namen nehmen. Also wird nur dein PS4-Name angezeigt. Und ich weiß zu 100%, dass er einen anderen Namen hat. Klar, er kann jetzt auf PC spielen, kann gut sein. Aber das, seine Reaktion und sein Aim habe ich jetzt tatsächlich noch nie so gut gesehen. Gott, schaut euch den an. Und er killt ihn, jetzt Achtung. Lol, wie hab ich den geholt? Lol, wie hab ich den geholt? Das war ein easy Gunfight. Das was soll ich sagen? Schreibt mal in die Kommentare. Auf jeden Fall, oh mein Gott, schaut euch den an. Oh mein Gott, wie hab ich den denn geholt? Dicker, ach du Scheiße. Das ist ein normaler Gunfight. Bruder, muss los, Digi, Alter. Das ist ein einfacher Baufight, ein einfacher Kampf. Und er ist so am Auslassen, Alter. Tschüss, Bruder, muss los, Digi. Was soll ich sagen? Schreibt mal in die Kommentare. Auf jeden Fall, oh mein Gott. Er sieht ihn ja nicht mal. Alter, guck mal seine Augen an. Man sieht ja deutlich, wie... warte. Was soll ich sagen? Schreibt mal in die Kommentare. Man sieht ja deutlich, hier oben läuft einer durch. Der Fakt ist aber, das brutal scheiße. Das merkt man sofort, dass das gefaked ist. Ja, ist leider so. Auf jeden Fall, so, hier in diesem Moment... Hätte ich nicht so einfach hochgebaut, hätte ich seine Reaktion. Also, er hat ganz bestimmt nicht dahin geguckt. Oh mein Gott, schaut euch den an. Oh mein Gott, schaut euch den an. Oh mein Gott, du bist ja genauso scheiße, Alter. Okay. Ey, Beastlike, wenn du das siehst, ich werde es ja wahrscheinlich das auch hochladen. Wenn du das siehst, Digga, ich möchte ein 1 gegen 1. Ich möchte wirklich sehen, wie du wirklich spielst. Weil ich muss ehrlich sagen, Leute, mir gefällt es schon gut so, aber ich habe jetzt nicht den Ultrasucht-Faktor. Am Anfang von Season 7. War mehr Suchtfaktor. Ne? Und wie war das bei dir, Luca? Oh. Und dann diese Werbung, Alter. Ich krieg Fake-Videos und dann Werbung rein, weil, Alter. Hast du nicht so Lust? Dieses nee. Video geht auch schon 11 Minuten, Alter. Nicht immer, ne? Ja, ist bei mir auch so. So ein Kill hätten wir schon. Was zerstört der da? Auf jeden Fall. Wir werden das Ganze danach so machen. Dass wir. Boah, ich liebe das Bearbeiten, ja, ne? Ich krieg das nie hin. Kannst du danach so machen, dass wir. Ich liebe das Bearbeiten? Und du kriegst es zweimal nicht hin? Kriegst es zweimal nicht hin? Wir werden das Ganze auf jeden Fall so machen, dass wir dann in den Laden gehen werden. Und dann den Obdachlosen Essen kaufen werden, Gemüse kaufen werden, Bananen, also auch so Schokolade und sowas, alles Mögliche, damit die natürlich. Jetzt schon Ohrenbluten, so dieses Deutsch von ihm. Alter, verdammte Scheiße hier, ne? Ich komme hier nicht durch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das müssen wir uns ganz kurz anschauen. Und kaufen werden, Gemüse kaufen werden, Bananen. Er macht die Tür auf! Nee, okay, das war mein Fehler. Ups. Also auch so Schokolade und sowas. Was machst du da kaputt, damit, Mann? Die natürlich auch Freude haben und so. Und ja, wir haben auch noch Klamotten. Zwei? Drei? Ich komme hier nicht durch. Ich hasse das, warum komme ich hier nicht durch? Okay, so jetzt. Hör dir genau an, was er dir sagt. Jetzt geh zum Editieren und hör dir genau an, was er sagt. Okay, werden wir machen. Oh, das ist ein bisschen zu viel. Wo editiert er? Ah, hier editiert er. Ich krieg das nicht. Ist das zu weit? Ja, das ist. Dass wir. Boah, ich liebe das Bearbeiten, ja, ne? Ich liebe das Bearbeiten hier. Ich krieg das nie in die Schule. Was meinst du, Zilli? Oder Jeremy? Da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Denn, ich höre nicht ganz raus. Was er hier sagt, muss ich ein bisschen zurück. Auf jeden Fall, wir werden das Ganze dann nachher so machen, dass wir. Boah, er kann nicht mal seinen Satz fertig machen. Ich liebe das Bearbeiten, Mann. Ich krieg das in die Schule. So,
Wir werden das Ganze auf jeden Fall so machen, dass wir dann... Aber Wagen das Dumme ist, man hört kein Game-Sound. Das möchte ich auch mal gerne wissen, Alter. Chili. Hendrik ist auch wieder da. Kaufen werden Bananen. Gemüse, also, Bananen, Schokolade und sowas. Aber ey, die Jungs, bitte, könnt mal... Ey, bitte. Die natürlich auch Freude haben und so. Ah, das letzte Mal hat er noch dabei gesagt, er hat es editieren. Und ja, wir haben auch noch Klamotten, die wir auch... Ey, jump dreimal nicht rein. Ich hasse das, dann komm ich hier nicht Show. Durch. Dingsbums. Scheiße. So. Ja, wie gesagt, wir werden auf jeden Fall den Obdachlosen dann Sachen schenken und so. Und ja, wenn euch das gefällt. Spaß, Tilly, Spaß mit einem S. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. wenn ihr mehr solche Sachen sehen wollt. So, warte, ich habe jetzt die Hälfte verpasst. Was ist das? Warum komm ich hier nicht durch? Das habe ich gar nicht gesehen! Egal, ich gehe jetzt hier oben. Oh, Jungs! Max, hast du die Nummer von Hendrik? Ja, ich werde sie dir gleich schicken, wenn Hendrik damit einverstanden ist. Ey, Jungs, aber bitte, also jeder, der fordert, sagt, bitte, Max, du Publish. Hendrik, du Arsch, Alter. Zocken mit Hendrik und mit mir und so. So, also bitte, jetzt muss ich mich ein bisschen mehr konzentrieren auf das Video. So, also Digga, lächerlich erstmal, dass er dreimal gegen das hier springt und es nicht hinkriegt. Ja, hauen wir erstmal hier oben hin und dann unten hin und dann eine Treppe bauen und dann einfach hoch. Fortnite, Jungs! Ja, wie gesagt, wir werden auf jeden Fall. Liebe es, Alter! Sachen schenken und so. Er hat ein Kill, das heißt, einem Obdachlosen muss eine Sache schicken. Dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn ihr mehr solche Sachen sehen wollt. Ja. So, jetzt schauen wir mal, wo sind denn hier diese Gegner, Alter? Wo sind die? Wo sind denn diese Gegner? Diese Noob, ne, Leute, ich war gerade mit meinem Kopf irgendwo ganz anders. Was? Was? Wo ist Noob? Wo sind denn hier diese Gegner, Alter? Wo sind die? Boah, ich schwöre gegen diesen Noob, ne, Leute, Boah, ich schwöre gegen diesen Noob, Alter. Ich war gerade mit meinem Kopf irgendwo ganz anders. Ich hab's gerade gar nicht getan. Hä? Dieser Satz macht vorne und hinten keinen. So. Ach, der redet noch von diesem Noob, den er getötet hat und das wäre. Boah, ich war mit meinem Kopf völlig woanders, Alter. Ich hab zwar gebaut in die Richtung, wo er ist, aber ich war völlig woanders. Aber ich konnte mich trotzdem da irren. Kann ich dann mitzocken? Ja, kannst du, natürlich. Aber wir sind dann schon zu dritt, Alter. Nee, doch. Medkit! Da liegt ein Medkit! Ja, oh, da liegt ein Medkit! Mein Gott! Aber das ist Solo, ne? Muss warten, bis er tot ist und achte drauf, was er sagt und denkt an die Obdachlosen. Werde ich machen. Ja. Einen? Sein Aim! Oh, sein Aim! Nice, Alter! Nice! Ey, Jungs. Dieser Schnitt, wer kennt es nicht? Man tötet zwei Gegner, Facecam. Okay. Isa! Man sieht den zweiten Kill, Jungs! Fuck ja, Alter! Oh, geil editiert, Alter! Man sieht den zweiten Kill so verdammt gut! Ehrenmann, Digga! Wie er mitten beim Schießen in die Facecam guckt. Nice Fake. Warte, das habe ich nicht gesehen. Ja. Ich guck nur auf sein Gesicht jetzt. Okay. Nice, Alter. Ja, nice. Er macht tatsächlich so. Warte. So, Alter. Drei Kills, Baba. Fett. Oh, drei Kills, Baba, fett, Alter. Drei Obdachlose. Drei Sachen an drei Obdachlose, oder? Oder habe ich ja die Challenge fast verstanden, Alter? Unbedingt Heilung. Unbedingt. Der Twitch-Chat auch vor dem Durchlassen. Besser, ne? Okay, gut. Blau. Medikit immer noch, aber. Ja, sag doch. Ja. Egal. Aber. Er springt ja nicht mal rum, Alter. Er farmt diese Scheiße. Guck, bevor er ihn killt. Den hier? Ich muss hochbauen. Scheiß auf den. Also. Warte. Auch von demjenigen, der das Gameplay erspielt. Hat er gerade da hingeschossen? Auf jeden Fall von dem Typen, der von dem das Gameplay ist.
Was baust du da? Ich meine, er hat auch keine Reaktion. Ich würde hier so sitzen, Alter, und würde so, Alter, mir einen abkrampfen, Alter, egal wo ich bin. Aber guckt ihn euch mal an. Hier ist einer, ich muss hochbauen, oh mein Gott, Alter. Ich würde sagen, oh scheiße, ich muss hochbauen. Fuck, so würde ich sehen gehen, aber nicht. Oh, ich muss hochbauen. Er hat wirklich dahin geschossen. Und vor allem, wie er sich dreht, Achtung, ja, Dreier sind sie, Ina. Was mache ich? Boah, Leute, ich bin gerade so. Was mache ich? Boah, Leute, ich bin gerade so unter Druck, ne? Er ist so unter Druck, aber du redest nicht so, als ob du unter Druck wärst. Leck zu, Alter, was ist das? Verdammte Scheiße hier. Ich schwöre. Weil es ein Video ist. Haha. Mann, ich sehne mich nach dem Abgrund. Jetzt kannst du deine Zeit besser verschwenden. Mit League of Legends. Kein Leben, kein. Perfekt. Brauchst du. Ich würde das. Ach, Leute. Egal, was will man machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, Leute. Henrik, ich sag's dir sofort. Also, zusammengefasst, er hat. Okay, er hat 3 Kills. Achtung, jetzt diese Reaktion. Und nicht zu vergessen, er hätte ein Medkit. Er hätte es überleben können. Aber Achtung, diese Reaktion, wenn man stirbt von Fallschaden. Bei ihm. Und Schnitt. Man sieht nichts mehr. Bei mir, wenn ich an Fallschaden sterbe, du Hurensohn oder so, Alter. Aber nicht. Okay, das ist jetzt übertrieben ironisch, aber. Shut up, Burger. Aber er macht so. Und Schnitt. Alles klar. Man sieht auf jeden Fall. Was hat eigentlich der Bruder alles so gemacht? Ach. Er auch nur so. Warte, das Video ist jetzt zu Ende. Wir müssen jetzt einen Cut setzen. Einfach blöd in die Kamera gucken. Leute, egal was wir immer machen. Egal, wir haben 3 Kills geschafft. Und ja, Leute, wir werden uns jetzt auf jeden Fall dann in Deutschland sehen, würde ich sagen, Leute. In Deutschland? Ach Leute, egal was will man machen. Egal, wir haben 3 Kills geschafft. Er zeigt mein wirklich 5 Finger. Er zeigt wirklich 5 Finger. Oh du Opfer, Alter, er kann nicht mal zählen. Er zeigt 5 Finger, Jungs. Ach Leute, ach, Jungs, egal was wir haben 5 Kills. Egal, wir haben 3 Kills geschafft. Und ja Leute, wir werden uns dann in Deutschland sehen, würde ich sagen, Leute. Wenn wir in Deutschland und, sind, ja, würde ich sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall in Deutschland. Und ja, würde ich sagen, bis gleich, Leute. Jetzt haben wir die 5 Finger. Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall hier angelangt. Warte, ich möchte, wenn das wirklich Deutschland ist, okay, ja. Von, Alter, ihr seht aus wie die größten Spastis, Alter, ohne Scheiß. Im Einkaufladen. Und ja, wir werden jetzt erstmal kurz ein bisschen einkaufen, oder Luca? Also es tut mir echt leid, aber solche Typen, bitte. Alter, wenn ich so, wenn ich seinen Bruder sehen würde mit so einem Dreckspelz, Alter, bam, Alter. Für die Obdachlosen und werden auf jeden Fall mal ein bisschen so Gemüse, etc. alles mal ein bisschen kaufen, ja, so. Schokolade. Genau, und dann werden wir auf jeden Fall schauen, wo sich... Schokolade ist sicher gut für Obdachlose. Mhm. Ja, ja, sag's nochmal, kleines Kind, komm schon. ETC, alles mal ein bisschen kaufen, ja, so. Schokolade. Werden wir auf jeden Fall schauen, wo sich die geiles Deutsch, mein Junge, Alter. Und da werden wir die auf jeden Fall beschenken. Und ja, ihr wisst Bescheid. Also Leute, wir nehmen euch mit. Bis gleich. Ey, bitte helft mir, ich kann... merkt ihr nicht unterscheiden zwischen Schweiz und Deutsch? Ist das ein deutscher Markt? Die Deutschen bitte ganz kurz hier melden.
der kauft noch nicht mal Schokolade, so geil. Orangen, okay, okay. Marktplatz. Obst und Gemüse. Das ist schon eher doll. Ja, ich möchte nicht zu viel sagen. Ich probiere gerade alles Mögliche anzuschauen. Was ist hier oben? Sonkre. Sonkra. Hilfe, Jungs. Ich möchte irgendwas. Einen Fehler muss er machen. Gemüse. Ja, das könnte aber auch in der Schweiz stehen. Schade ist natürlich, er hat keinen Ton. Weil ansonsten wird man die Leute sehr wahrscheinlich reden hören. Und dann würde man genau sagen können, woher er das aufnimmt oder woher er das wirklich hat. Aber es ist schon eher deutscher Markt, glaube ich. Ich glaube Deutschland, ich glaube auch leider. Ja, doch, es ist glaube ich schon Deutschland. Ja, erstmal filmen, wie der Bruder alles reinmacht, Digga. Alles reinmacht, yo. Ich glaube Deutschland, ja, ja. Ist glaube Deutschland? Bubble? Isa. So ist nicht. Guck, wie die Frau da hinten guckt, Alter. Alter, Bro, was filmt der da, Alter? Und Hurensohn. Scheiße, es ist doch schon Deutschland. Auf jeden Fall, wir zeigen euch jetzt, was wir eingekauft haben. Und ja, komm mal, Bruder. Beste Leben. Er gönnt sich natürlich so. Bring mal den Obdachlosen mal was, etwas zu trinken. Auf jeden Fall, wir zeigen Beste euch, Leben. Was wir eingekauft haben. Gönn dir, Bruder. Erstmal einen Tipp nehmen, Alter. Wir haben Bubble. Auf jeden Fall hier Chips. Aber, oh, ich kann schon wieder das Drecks-Headset wegwerfen, Alter. Bubble. Nee, nicht Bubble. Okay, jetzt doch Bubble, aber. Jungs, Chips, will der mich komplett verarschen? Chips, da haben sie verdammt Durst nachher. Bubble. Digga, die haben nachher so verdammt Durst, Alter. Also es tut mir wirklich leid an die Obdachlosen. Oder vielleicht packen, nur einen Obdachlosen. Chips, dann haben wir Getränke zwei, da drinnen. Er hat vorhin noch gesagt, ja, wir kaufen Gemüse. Ich sag's dir nur einmal jetzt. Wer schenkt Obdachlosen so Billo-Chips? Und dann haben wir Äpfel und Mandarinen. Ah! Genau, noch hier Äpfel und Mandarinen. So Leute, auf jeden Fall Mandarinen. Haben wir hier in dieser Tasche, sag ich euch mal, hier haben wir noch so Kleider und so drin, ne? So Schuhe für den Winter, Hosen und solche Sachen. Okay, aber... So, und auf jeden Fall, wir gehen jetzt... Das mit den Hosen, wenn... Ich lass mich überraschen, aber das mit den Hosen und den Schuhen... Ja. Los und... Guck dir, Alter, guck dir mal die, hinten, so, die Leute an, so, Digga, was macht dieser Hosensohn, Alter? Und, ja, machen uns auf den Weg und dann werden wir auf jeden Fall den Obdachlosen mal eine Freude machen. Jungs, was macht der kleine Bruder? Werden wir auf jeden Fall den Obdachlosen mal eine Freude machen. Und ja, tanz nicht so behindert rum. Auf jeden Fall den Obdachlosen mal eine Freude machen. Und ja. Beides kein Gemüse, wäre Äpfel und Mandarinen. Wahrscheinlich verschenken die eine Tüte Chips und essen den Rest selber. Alter. Alles klar. Okay, Leute, bist du bereit, Luca? Ja. Warte, ich bin aus dem Bild rutschen, Alter. Aber das ist für mich auch nicht Deutschland, also es sieht für mich nicht deutsch aus. Also die Deutschen, bitte helft mir jetzt, Alter. Man hört die Leute nicht, ich müsste... Ja, aber Digga, die laufen wie die größten Spuchten drum, ganz ey. Wer spielt alles dann mit? Keine Ahnung, wir sehen es dann gleich. Der... Elgarto, du und, hey, Henrik. Und ich halt, ne? Ich war ewig nicht mehr draußen. Okay. Ach, das ist schon... Ah, die sind schon beim Obdachlosen. Ach, du Heilige. Hab ich ganz verpasst. Diese Kameraqualität. Beste Leben. Diese. Bubble. Er hätte es aufnehmen können. Er hätte es wirklich aufnehmen können.
Also es tut mir echt leid, aber er hätte es echt aufnehmen können. Was sind das für Schuhe? Jungs, was sind das für gay Schuhe? Junge, reicht dann auch mal. Mit was, Henrik? Mit was, Mann? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, der Obdachlose denkt, sie ist einfach nur so, danke für die Cola, aber ich habe Diabetes. Frauenschuhe mit Bubble. Okay, ich lasse es mal. Okay, reicht. Aber Jungs, habt ihr das gerade gesehen? Bitte schreibt es in den Chat. Habt ihr das gerade gesehen, was ich gesehen habe? Schickt nur mal sofort CD. Habt ihr das gerade bitte gesehen, Jungs, was ich gerade gesehen habe? Was ich gerade gesehen habe? Henrik lacht schon. Was hast du gesehen, Henrik? Ey, Jungs, bitte schickt mir rein. Ich werde sofort zurückspulen, aber bitte schreibt mal bitte rein, was ihr da gesehen habt. Nee, schickt Nummer. Ja, jetzt beruhigt euch mal. Ich schick's euch nach dem Stream. Schreibt mal bitte rein, was ich gebe. Bitte, Alter, das ist so. Vor allem ein Obdachloser hat alles bekommen und die Ausrede ist, wir haben sonst keinen Obdachlosen gefunden. Was hast du gesehen? Okay, Jungs, wir werden zurückspulen. Achtet auf den kleinen Bruder und seine Hand. Achtung! Wer hat's gesehen? Achtung, jetzt auf seine Hand schauen. Er hat Korb kassiert. Jungs, er hat eiskalt von einem Obdachlosen kassiert. Oh Gott, Alter, ich krieg zu viel. Guck, wie er nachher einfach so aufsteht. Fuck. Ein Obdachloser. Ehre genommen. Fuck. Ein Obdachloser hat mir nicht die Hand gegeben. Alter, fuck. Ich muss los. So, Leute, auf jeden Fall das. Achtung. Hinhören. Was der kleine Bruder schon. So, Leute, auf jeden Fall. So, Leute. Das war's mit dem Video. So, Leute. Ich. Okay, mein großer Bruder redet. Der macht ja nur. So, wir hoffen, euch hat es natürlich gefallen. Und ja, Leute, wir haben natürlich keine anderen Obdachlosen mehr gefunden, weil es gibt leider nicht so viele im Moment. Aber es war auf jeden Fall sehr schön und ja, hat Spaß gemacht, oder? Es gibt nicht so viele. Oh Gott. Wir haben tatsächlich kein. Ja. Es gibt keine Obdachlosen, oder es gibt wenige Obdachlosen im Winter. Warte mal. Die Obdachlosen sind nur obdachlos im Sommer, aber haben im Winter wieder Geld. Also du hättest vielleicht einfach in die Stadt laufen sollen und da vielleicht mal ganz kurz schauen gehen, denn ich bin mir 100% sicher, wenn du schon in Deutschland bist, nichts gegen Deutschland jetzt wirklich, aber ihr habt sehr wahrscheinlich mehr Obdachlose als wir in der Schweiz hier, nichts gegen Deutschland wirklich, ernsthaft jetzt, es tut mir leid, er hätte einfach mehr in die Stadt laufen sollen. Und da wären schon welche gewesen, die das auch haben bekommen, hätten sollen, müssen sollen, was auch immer. Aber. Und ja, Leute, wenn euch das gefällt. Natürlich, die Obdachlosen spawnen ja auch erst im Sommer, nicht im Winter. Spawnen! Ah, ist klar, Zilli. Spawnen, Alter. Oh Gott.